Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am 2. September, am Montag, dem 2. September 2024 um 8.22 Uhr. Und ja, wir verlassen gerade den Hof. Keine Ahnung, was er da hatte, aber mich konnte er nicht meinen. Wir haben alles korrekt abgeregelt. Ich denke mal, der hatte was dagegen, dass sie da geparkt haben. Ja, Ankunft, ja. Nach TomTom 12 Uhr, nach Garmin 1207. Irgendwo in dem Dreh werden wir ankommen. Wir haben ja schließlich 290 Kilometer noch vor uns und da kann ja alles Mögliche noch wieder auftreten. Ja, ich sag mal so, es sind ja sehr, sehr viele neue Abonnenten dazugekommen. Da sage ich herzlich willkommen an Bord. Ob es am Ende der richtige Kanal für den einen oder anderen ist, werden diejenigen ja sehen. Ja, aber ich will mal direkt auf das Thema zu sprechen kommen, was ja schon im Titel angedeutet wurde. Ja, man kann schon sagen, irgendwo ein bisschen, was heißt ein bisschen, zu meiner Verärgerung musste ich feststellen am Wochenende, dass der German Truck Driver mein Video einfach ungefragt genommen hat und hat es dann bei TikTok hochgeladen. Ich selber hätte das überhaupt nicht bemerkt oder gefunden, weil ich so, naja, also ganz, ganz selten bei TikTok unterwegs bin. Eigentlich gar nicht. Aber ich bekam am Samstag plötzlich einen Anruf von meinem Kollegen, mit dem ich auch immer relativ viel zu telefonieren pflege, während wir beide fahren. Und ich wusste, dass er in Kassel auf einem Simpson-Treffen ist, also so Schwalbe, ne? Die DDR-Schwalbe, größeres Treffen, mit Zelt, Tochter und Schwiegersohn. Und ja, ich konnte mir so gar nicht vorstellen, warum der mich jetzt anruft. Und ich dachte, er hätte irgendwie ein Anliegen, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall, ich bin dran gegangen. Da meint er, dein Video hat jemand hochgeladen. Und er sprach nur immer von Truckdriver auf TikTok. Er wusste das aber nicht. Also das ist so, ich denke mal, der Schwiegersohn oder was haben es ihm gezeigt und er wiederum hat mich angerufen und wollte mich mal darauf hinweisen. Ich musste dann ganz schön rumsuchen, weil unter Truckdriver waren andere, die hatten aber nicht mal ein Video, bis ich dann auf so einen Kanal vom German Truckdriver gestoßen bin. Boah, Truckvlog oder irgend sowas in der Richtung, wo er ja sich nicht nur meines Videos bedient, sondern, naja, was ich also jetzt sicher weiß und gesehen habe, auch mehrere Videos von dem Elektro-Trucker. Ja, ich sag's euch ganz ehrlich, da kann jetzt der eine oder andere, der Fan von dem ist, sagen, ja, ist doch eine Ehre für dich oder sei doch froh, wenn so Blödsinn. Nein, es gefällt mir nicht. Die Sache ist ganz simpel. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir da? Da haben wir ein Problem.
Ach du Scheibe, haben die sich da gehabt? Ach nee, Abschleppaktion. Ja, es ist so, ich habe das Video gemacht und ich meine, ich habe eigentlich alle Einstellungen bei YouTube vorgenommen, so von wegen Remixe nicht erlauben und so weiter. Wie er es dann doch machen konnte, weiß ich nicht. Ich glaube, da ich auch Premium bin bei YouTube, kann ich, glaube ich, auch Videos mir runterladen, wenn ich da Bock drauf habe. Aber diese dann zu verwenden, ist ja noch eine ganz andere Hausnummer. Was mich stört, ist einfach, ich mache seit 5 Jahren einen Kanal, der so gut wie keine Werbung hat. Die wenige Werbung, die man in dem einen oder anderen Video sehen kann, das kann ich immer wieder betonen und mich da wiederholen. Das ist nicht von mir, das hat YouTube einfach gemacht. Ich selber habe meinen Kanal nicht monetarisiert. Da hat es schon Leute gegeben, die mich deswegen so quasi als Idioten betitelt haben, ja, weil ich nicht monetarisiert habe, so von wegen, ich wäre dazu nicht fähig oder was. Oh, Blitzer. Naja, mir macht das nichts. Wir fahren ja ganz korrekt hier. Rechts stand da irgendwie so auf Stativ. Und ja, ich mache also keine Werbung und ich meine, der German Truck Driver ist, ja, ich hätte fast behauptet, ein ziemlich kommerzieller Kanal. Also der achtet darauf, dass seine Videos immer über die 8 Minuten gehen, damit er dann auch ja, werbefähiges Werbung schalten kann. Ich sehe das gar nicht mehr, wie viel Werbung er bei sich drin hat, weil ich ja, wie gesagt, Premium habe. Bei TikTok, ob da Werbung bei ist, weiß ich nicht. Normalerweise hätte ich, weil ich da, ja doch, ich bin da über die Anmeldung meiner Frau rein. Meine Frau, die ist da angemeldet. Aber deswegen ist man ja noch lange nicht von Werbung befreit. Sie ist, hat den Kanal nicht abonniert und ist auch kein Mitglied. Eventuell, dass da keine Werbung läuft. Ich kann es nicht sagen, aber es ärgert mich einfach. Hat das nötig oder was? Vor allen Dingen, ohne zu fragen und ohne jeglichen Hinweis, ja, auf meinen Kanal und meine Person. Na, ich meine, sicherlich werden Leute natürlich merken, blicken, erkennen, auch nicht gesichert, dass es nicht seine Stimme ist, ja. Aber das ist die Frage, ob die Leute da noch so genau hinhören. Nein, in erster Linie sehen sie auch, ah, oh, hier, der German Truck Driver, der hat wieder ein super Ding da entdeckt, aufgetan, zurückgelassene LKWs, tralala und so. Es ist jetzt sogar schon einer gewesen, der hat als Kommentar geschrieben, ja, da wären ja schon andere YouTuber gewesen. Also ich muss sagen, ich gucke relativ viel so LKW-Videos, aber okay, ich gucke nicht alles. Habe ich bisher nicht gesehen, dass jemand genau diese LKWs auf dem Parkplatz gefilmt hat. Und wenn es so wäre, ist ja auch egal. Es ist ja keiner gezwungen, sich das bei mir anzuschauen. Für viele muss es doch neu gewesen sein. Ansonsten wäre das Video ja nicht so abgegangen, was überhaupt nicht mehr in meiner Absicht lag. Ne? Also mein Kollege hatte so, ich hatte ach schon seit mehreren Wochen gegenüber meinem Kollegen davon gesprochen, dieses Video zu machen, weil ich ja täglich da vorbeikomme bei diesen LKWs und einfach dadurch, durchs täglich Vorbeikommen registriert habe, Mensch, der ist zurückgelassen. Und plötzlich ist dann ein zweiter und das hat natürlich bei mir noch die Motivation noch mal ein bisschen erhöht. Und ja, irgendwie hat sich dann eine gute Gelegenheit ergeben und ich habe dann angehalten und habe dieses Video gemacht. Und mein Kollege hatte wohl gemeint, ja, das wird bestimmt ganz gut ankommen. Aber wie gut das ankommt, damit denke ich mir, hat er auch nicht geredet. Und ich schon mal gar nicht. Also ich habe gedacht, okay,
wenn du sonst immer so 1000 Aufrufe hast, weil es kurz ist, ja, weil es nur 7 Minuten geht, und weil es vielleicht so ein bisschen spezielleres Thema hat, lass mal 3.000-4.000 sein, ja. Na, aber dass es so abgeht, damit hätte ich nie gerechnet. Ich meine, ich freue mich. Und es sind ja auch einige neue Abonnenten dazugekommen. Und wer sich direkt mal ein bisschen weitergehend also den Kanal angeschaut hat, wird ja gesehen haben, was auf dem Kanal läuft und kann ja dann entscheiden, ob er da bleibt oder nicht. Ich meine, ich habe zu meiner Frau gesagt, das werde ich morgen im Montagsvideo ansprechen. Ha, das war gut. Wir sind gestern im Wald unterwegs gewesen. Mein Enkel Theo dabei und so. Und er hat es auch mitbekommen. Und er hat auch mitbekommen, dass mich das ärgert. Und er hatte jetzt gedacht, ich habe so ein kleines Video im Wald gemacht. Und er hat da gedacht, ich würde das da schon ansprechen. Aber dann habe ich zu ihm gesagt, nein, nein, das mache ich morgen am Montag im LKW-Video. Weil letztendlich hat es ja was mit den LKW-Videos zu tun, primär. Und außerdem werden die sowieso ja etwas stärker frequentiert als die Privatvideos. Obwohl ich sagen muss, das eine oder andere Privatvideo muss ich nicht verstecken, ja, von den Aufrufzahlen her. Nein, und ich meine, ich könnte jetzt sagen, ich weiß nicht, ob er da irgendwie Geld verdient, bei TikTok halt, da über dieses Video schalten, das kann ich nicht sagen. Es ist gut möglich, ja, dann, ja, dann ärgert es mich umso mehr, ne? Ganz klar. Ob ich ihm das ja verwehren könnte, weiß ich nicht. Und ich sag euch ehrlich, er ist vielleicht der Typ, der direkt wegen irgendwas zum Anwalt rennt. Ich mach das nicht. Mir ist meine Zeit dafür zu schade. Und ja, ich sag mal so, der eine oder andere, der es mitbekommen hat, dass er sich einfach meines Videos bemächtigt hat, wird es genauso wie ich ein bisschen armselig finden. Wenn jemand natürlich denkt umgekehrt, das finde ich schon ganz schön daneben. Also ich habe diesen Kommentar noch nicht beantwortet, wo derjenige schreibt, eben auch andere YouTuber wären schon dort gewesen. Da werde ich mal nachhaken. Wenn der nämlich meint, ja, der hier von wegen der German Truck Driver war da, dann werde ich die Geschichte doch mal richtig stellen. Ich meine, ich bin ja ehrlich, ich habe in der Vergangenheit ohne, da habe ich immer nur von dem, ja, Videomachenden, einen Moment, da muss ich unterbrechen. Das ist hier dieser Tesla mit 2 Millionen Kilometer drauf. Da gibt es sogar, ich glaube, auf SWR eine kleine Reportage zu diesem Auto, zu diesem Mann. Das ist sein Anliegen, da irgendwie möglichst wahnsinnig viel Kilometer da drauf zu fahren. Der Typ geht keiner geregelten Arbeit mehr nach. Ich will jetzt nicht behaupten, der fährt einfach nur durch die Gegend, um Kilometer zu schrubben. Nein, nein, aber der ist schon mal immer mal wieder hier unterwegs und er hat eine Zeit lang immer nur 1 Million Kilometer drauf gehabt, jetzt hat er die 2 Millionen Kilometer, fährt sehr schonend, ne? Man merkt ja, er fährt ja nicht übermäßig schnell, hat natürlich schon diverse Teile ausgetauscht. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, 2 Millionen Kilometer mit so einem Tesla, der muss mal, ich glaube, auf dem SWR gucken. Ja, zurück, meine Frau, wie gesagt, die war schon wieder ein bisschen beunruhigt, sagte, ich sollte da mich nicht zu sehr aufregen, der wäre ein Typ, der wird da direkt sofort den Anwalt herbeizitieren, aber wieso? Diesen Namen, German Truck Driver, den kann ich ja ruhig benutzen, außerdem ist es ja ein Fakt, er hat ja mein Video genommen, ich meine, da gibt es überhaupt nichts dran rumzudeuteln,
Ich habe das Original zu Hause, ja, bei mir auf dem PC, also von daher. Ja, ich habe ja in der Vergangenheit immer mal wieder über ihn gesprochen, so, und habe eigentlich immer nur von dem Kollegen, der auch Videos macht, mit den drei Buchstaben gesprochen. Habe nicht mal das richtig ausgesprochen. Aber jetzt finde ich, muss das einfach mal ausgesprochen werden. Wie gesagt, ich wiederhole mich, der German Truck Driver hat sich ungefragt meines Videos bemächtigt und es auf TikTok, und das, wo ich TikTok überhaupt nicht, also ich kann TikTok nicht leiden, so, ja. Mich selber findet man ja wirklich nur auf YouTube. Ich habe kein WhatsApp, kein Facebook, kein Instagram, kein TikTok, kein Twitch, nur YouTube. Und wenn ich eine Nachricht verschicken will, dann verschicke ich die per SMS. Nein, deswegen ärgert mich das. Also da gibt es überhaupt keine Frage. Bin da richtig ein bisschen angesäuert. Und wenn ich jetzt ganz sicher wüsste, dass ich mit sehr einfachen Mitteln und ohne Kosten dagegen vorgehen könnte, würde ich es tun. Aber ich befürchte, das ist nur ein Haufen Ärger und Stress, und deswegen. Und da soll mir auch keiner kommen und sagen, das wäre Werbung für mich. Nein, es ist keine Werbung für mich. Wie gesagt, er hat das Video, was 7 Minuten dauert, sogar noch geteilt. Ja, in 2 Teile geteilt. Und macht mit jedem Teil, na, einmal 3 Minuten, einmal 4 Minuten, mehr Klicks. Gut, durch seinen Bekanntheitsgrad, als ich halt mit der Vollversion, sage ich mal. Und das ist ja auch so eine Sache, die mich bei dem immer so ein bisschen stört. Ich finde da, also es tut mir leid, für mich kommt das immer so ein bisschen angeberisch, arrogant rüber, welche Reichweite er denn hat. Ja, es ist richtig, ich habe keine Reichweite. Aber ich bin auch jetzt nicht so total darauf fixiert, ey. Ich habe mir im Laufe der 5 Jahre ja, man könnte fast sagen, meine Abonnenten erarbeitet. Und da sind eine ganze Menge dabei, die, ja, die schon sehr lange dabei sind, was mich sehr, sehr freut. Und es gibt auch welche, die lange dabei sind, zwar nicht mehr jetzt immer unter jedem Video kommentieren, was auch nicht nötig ist. Aber ich kann immer wieder mal registrieren, sie sind noch dabei, sie sind noch am Ball. Sie sind noch Abonnenten meines Kanals, sie schauen sich noch meine Videos an. Das freut mich einfach. Das freut mich und motiviert mich halt. Ne? Ich meine, bei mir kommt die Motivation nicht über Geld. Im Gegenteil, dann, ne, da, der Kanal kostet mich Geld. Er kostet mich Zeit und er kostet mich Geld, was so das Equipment betrifft. Ne? Kameras, Stative, Befestigung, Mikrofone und so weiter und so fort. Aber ich habe eben Spaß, es ist ein Hobby. Es vertreibt mir die Zeit. Na? Während ich hier so fahre, bringe ich schon mal eine Stunde gut rum, indem ich euch einen erzähle. Und ja, dazu kommt das eine oder andere Interessante, hat's auch mal, also dass ich mal irgendwas angesprochen habe. Und da hat jemand einen Kommentar dazu geschrieben, und das ist für mich halt eben ein interessanter Tipp gewesen. Sowas hat sich schon mal ergeben. Und es haben sich sogar, ja, man kann sagen, Bekanntschaften bzw. Freundschaften ergeben. Es gibt den ein oder anderen Zuschauer, den ich halt schon persönlich kennengelernt habe, also wo man sich schon mal die Hand gegeben hat oder auf jeden Fall Hallo gesagt hat und auch ein paar Worte miteinander gesprochen hat. Und es gibt auch Zuschauer, mit denen ich mich sogar schon mal getroffen habe. Das hat aber besondere Gründe, weil dieser Zuschauer und ich mit dem Kanal entsprechend Besonderes erlebt haben.
Ich meine, ich kenne diesen Kanal vom GTD schon lange. Oder er hat ja, glaube ich, Kanäle. Der ist ja überall irgendwie. Und ich weiß, dass wenn ich jetzt auf allen Hochzeiten tanzen würde, da hätte ich auch noch viel mehr Abonnenten. Aber es, das, wie soll ich jetzt sagen? Nein, da habe ich keinen Bock drauf. Genau, einfach keinen Bock drauf. Und ja, und wie gesagt, ich kenne seinen Kanal schon lange. Ich gucke mir aber nicht jedes Video an, aber immer mal wieder, wenn da was Interessantes dabei ist. Aber es kommt ja auch gar nicht mehr so viel. Also zumindest auf diesem Normalkanal. Früher hat er ja so, kann man ja sagen, so Mietfahrvideos wie ich gemacht. Das ist ja nur noch selten. Ne? Er sucht ja jetzt immer so nach Sachen, was weiß ich, stellt da so einen amerikanischen LKW vor. Ja, kann man sich mal anschauen. Okay, ist ganz lustig. Obwohl, da habe ich meine ganz eigene Meinung zu. Na, also zu amerikanischen Trucks halt. Okay. Na, und er operiert ja da auch. Man sieht ja, er braucht da einen Kameramann. Er hat da einen Kameramann. Das sind doch alles Sachen. Da habe ich doch gar nichts mit am Hut. Mal, wenn ich einen Kameramann habe, dann ist das meine Frau oder mein Enkel. Ja, dass sie mal die Kamera in die Hand nehmen, weil ich mal eine andere Perspektive haben möchte. Aber doch kein Kameramann. Ah, wie gesagt, ich bin ehrlich, es wurmt mich, es wurmt mich. Aber ich werde es wohl hinnehmen müssen. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Aber wie gesagt, ich sage ja keine bösen Worte, kann sich keiner beschweren. Ne? Ja, und wie gesagt, ich habe in der Vergangenheit schon mal über das eine oder andere Video auch gesprochen. Ich bin kein Sympathisant vom GTD, ja, und wenn das, er hat seine Fans und ich weiß, wenn man da schon mal Kritik übt, dann fallen die über einen her, tue ich aber nicht. Aber wie gesagt, ich bin kein Fan von ihm. Die Mucke, die er macht, diese Musik, da sich vor so einen Scania-LKW zu stellen und dann Ska, Ska, Scania zu singen, boah, Leute, da kommt bei mir Fremdschämen auf, da kriege ich Pickel, Gänsehaut, Putenpelle und meine Fußnägel rollen sich auf. Ne? Also das geht für mich gar nicht gut. Das hängt auch damit zusammen, dass ich jetzt nicht so der Schlager-Fan bin. Aber also ich sag mal, da höre ich mir eher noch was von Helene Fischer an, als so ein Ding da. Ne? Ich habe das seinen Gang, ich will nicht, oder Werdegang, ja, eigentlich ganz gut verfolgt. Ne? Er ist halt so wie ich LKW-Fahrer gewesen, Linienfahrer. Ne? Er fuhr sogar lustigerweise da immer eine Zeit lang zu Libri nach Bad Hersfeld, also da, wo ich auch 2 Jahre gearbeitet habe, also für eine Spedition, die dort auch für Büchertransporte zuständig war. Wir sind uns nie über den Weg gelaufen. Ich habe das nur durch das Schauen seiner Videos eben erkannt. Er hat immer, ja, da ist er, glaube ich, noch Wechselbrücke gefahren. Er hat Wechselbrücken getauscht oder so. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Oder weiß ich es nicht mehr. Will da jetzt auch nicht so, nein. Ja, wir müssen gucken, ob hier vorne wieder welche stehen. Vielleicht ist er heute wieder Blitz. Blitzertag. Nee, ist nix, hier ist nix. Und da habe ich, na, da habe ich ihn eigentlich sogar noch öfter gesehen. So, damals war er auch noch, ja, ob er jetzt verheiratet war, weiß ich nicht. Ich sage mal, er hat eine Frau an seiner Seite gehabt, die ist auch einige wenige Male aufgetaucht in Videos. Ich weiß, dass irgendwie Kinder auch da waren und auch Hunde, wo jetzt meine Frau zu mir meinte, er hätte immer noch 2 Hunde. Damals haben sie, glaube ich, sogar 3 gehabt, aber dann war ja Trennung und dann hatte also erst ein Haus zusammen mit der Frau, da hat er kein Haus mehr gehabt, da hat man gesehen, er sitzt in einer Wohnung, wo er so ein bisschen so ein Studio improvisiert hat und da hat er auch nur einen Hund gehabt. Wie gesagt, meine Frau meint über Instagram zu wissen,
dass er wohl aktuell doch zwei hat, frage ich mich natürlich, wie er das macht, wenn er alleine ist und so viele Stunden auf Tour ist mit dem LKW. Eigentlich geht das gar nicht. Also ich sage euch ganz ehrlich, wir haben ja die vier Hunde zu Hause und so und auch die anderen Tiere und ohne meine Frau hätte ich gar nichts. Vielleicht einen Hund, den ich mal mitnehmen würde, wenn es erlaubt wäre. Es ist ja, stößt ja da auch oft auf Schwierigkeiten. Wer es macht, weiß ich nicht, ist mir aber auch egal. Aber wie gesagt, ich habe das so verfolgt. Vor allen Dingen habe ich auch verfolgt, wie er dann irgendwie einen vom Rücken erzählt hat und meinte, er würde da nicht mehr LKW fahren. Dann hat er plötzlich erzählt, er würde Medienberater, Beauftragter in seiner Firma da, also nichts mehr mit LKW fahren, also der große Zampano für die Medien, wo ich mich schon gewundert habe, wie groß muss eine Firma sein, damit sie so einen Medienbeauftragten benötigt, sinnvoll einsetzen kann und ja auch bereit ist, so einen zu bezahlen und er sein Geld wert ist. Also das hat, als er das erzählt hat, dass er das zukünftig machen wird, da sind bei mir eine Menge Fragezeichen im Kopf aufgetaucht. Ja, und am Ende war er es, wenn überhaupt, nur für kurze Zeit. Er ist jetzt wieder LKW-Fahrer, so, ich hätte was gesagt wie du und ich, nein, wie wir, die wir eben alle LKW-Fahrer sind. Und und er hat dann ja eine Comedy, in Anführungsstrichen, Karriere angestrebt, wo ihm dann, nach seiner Aussage, Corona, nein, glaube ich auch, Corona hat natürlich vielen einen Strich durch ihre Unternehmung gemacht, aber ich sag mal, wo wirklich Substanz hinter ist, haben sich ja nach Corona auch wieder gefangen und sind ja wieder am Ball. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder, aber nicht mit uns. Nein, da wäre der Anhänger wieder. Mann, ey. Die sind aber im Moment wieder hinterher, wie der Teufel hinter der Seele, wie man so schön sagt, ne? Ah, ich habe einen ganz dreckigen rechten Spiegel, was überhaupt nicht, der linke ist auch nicht so sauber, was überhaupt nicht meine Art ist. Aber ich habe wohl irgendwie festgestellt, Mensch, die haben den am Wochenende gewaschen. Ja, und da muss man die Spiegel nochmal nachputzen, weil natürlich jetzt so verlaufende Wasserstreifen sind und Tropfen. Naja, mache ich morgen früh. Jetzt für die Fahrt nach Hause reicht das, passt das schon. Komm ich mit klar. Aber die Insekten schön runtergemacht und so. Von der Frontscheibe, da waren nämlich einige Insekten drauf. Also ich habe schon viele, das waren ja sehr viele Kommentare unter diesem Video. Ich habe sehr viele, vielleicht sogar schon alle gelesen, aber natürlich noch nicht beantwortet. Ich bin auch ehrlich, ich habe mich bei der Beantwortung von Kommentaren erstmal auf die Kommentare, die unter den, in Anführungsstrich, bei mir normalen Videos sind, gekümmert, weil da ist... Ja, da ist nun mal primär meine Stammzuschauerschaft und die habe ich auch noch nicht alle, aber dazu wird es noch kommen. Auf jeden Fall habe ich mich da in erster Linie drum gekümmert, den einen oder anderen aus den vielen unter dem Video mit den Schrott-LKWs habe ich bereits beantwortet. Ich habe auch welche weggelöscht, wenn es mir ein bisschen zu heftig wurde, so, also wenn... Man muss nicht alles, was draußen so passiert, und es geht primär ums Negative,
ins Politische ziehen, ja, oder nicht alles, was draußen passiert, ist in der derzeitigen oder der Grund dafür in der derzeitigen Politik zu suchen. Ja, ich fand das cool. Da hatte mir jemand einen Kommentar, also jetzt zuletzt auf Kroatisch geschickt, aber zum Glück gibt es ja Google, kann man sich da schön fix übersetzen lassen, hat hervorragend geklappt. Und das ging einfach darum, dass, du bist mir einer hier, du Lümmel. Ah, jetzt lässt er mich doch vor. Ich wollte gerade sagen, das wäre sonst nicht die feine englische Art gewesen. Okay, alles klar. Weil hier nämlich dieses Überholverbot kommt und ich ihn ja reingelassen habe. Ne, da gehört es sich eigentlich so, dass man denjenigen dann vorlässt, selbst wenn man schneller ist. Aber da hinten, wenn ihr mal schauen wollt, da sieht es aber ganz schön dunkel aus. Deswegen werden wir jetzt erstmal wieder das Licht einschalten, dass wir dann gerüstet sind. Ja, wie gesagt, man muss es nicht alles ins Politische ziehen. Vor allen Dingen, wenn das dann wenn es zu unschön ist. Ich nehme mir eben dieses Recht raus, da auch ein bisschen zu gucken und zu sortieren. Vor allen Dingen, wenn Leute dann sowas raushauen, kommen wieder andere, die meinen, sie müssten dann im Kommentar dagegen schießen. Und diesen Mist, auf gut Deutsch gesagt, den haben wir schon mal in der Vergangenheit gehabt. Und das kann sich böse hochschaukeln und das will ich einfach nicht. Das wird im Keim erstickt. Wie gesagt, ich werde, ja, und dann manche haben dann so, es soll geckig sein, weil da haben dann manche immer wieder auf den Reifen herumgehackt. Ich kann es nur noch mal sagen, die Reifen waren dafür, dass der Rest von den LKWs schon ganz schön geschlachtet war und schrotig aussah, waren die Reifen noch richtig gut. Also ich möchte behaupten, egal welche, mindestens 50% oder mehr. Also ich habe da gestaunt. Viele meinten, naja, die sind auch nicht mehr lange da. Dann gab es Fragen, wo das denn ist. Da hat aber vorher schon mein Kollege zu mir gemeint, ich sollte das nicht publizieren, wo das ist, also nicht präzise. Was ich dann auch nicht getan habe, und wenn ich mir im Nachhinein das so überlege, dann finde ich das auch gut und richtig, weil das führt eventuell sonst nur dazu, dass noch wieder andere dahin gehen und eventuell, super. Und sich da irgendwie an den LKWs vergehen. Ich meine, ich habe das ja, glaube ich, in den letzten Videos schon gesagt. Und wenn du nur eine Schraube da abnimmst, es ist erstmal Diebstahl. Denn irgendwem gehört es ja. Na? Und, dann haben viele immer gesagt, ja, warum wird der nicht weggeholt und so. Das Problem ist, man kann ja nicht einfach ein abgestelltes Fahrzeug irgendwo wegholen. Ja? Auch nicht, wenn da jetzt mal die Kennzeichen fehlen. Es kann doch sein, ich stelle meinen LKW ab. Für ein oder zwei Tage, was ja erlaubt ist. Und dann wird aber nach einem Tag werden schon die Kennzeichen gestohlen. Ja, dann kann ja keiner hingehen und nur weil die Kennzeichen jetzt fehlen, den sofort da wegschleppen oder so. Das geht ja nicht. Die Behörden sind verpflichtet, erstmal zu klären. Sie müssen Eigentumsverhältnisse und Zuständigkeiten klären. Und wenn die dann geklärt ist, dann werden eben die Verantwortlichen und Zuständigen aufgefordert, das Fahrzeug zu entfernen. Mit dem Hinweis, wenn sie es nicht tun, wird es kostenpflichtig entfernt. Ja, aber wenn die Firma zum Beispiel pleite ist, da ist die Sache doch durch. Da gibt es dann Fristen oder auch nicht, weil die Dinger stehen ja jetzt schon Monate. Na, aber irgendwann, also ich kann nur sagen, ich habe ja in
Beim Rasthof Funkstadt ist mir mal ein Auflieger aufgefallen, der direkt, wenn man so drauf fuhr, linksseitig da stand. Und der stand auch über Monate da. Und er hat ein schönes, geiles und nicht bezogenes, sondern wirklich schönes, geiles, oder ist es bezogen? Holzlenkrad oder was? Oder ist vielleicht doch nur ein Bezug? Naja. Nee, es war, glaube ich, doch nur ein Bezug. Naja, egal. Das ist nun mal so. Nochmal zurück. Da hat mir jemand auf Kroatisch einen Kommentar geschickt, habt ihr über Google. Und da stand dann, dass so etwas nach einem Monat entfernt wird in Kroatien. Ja, andere Länder, andere Sitten. Dann haben manche gemeint, ja, das sind ja noch Werte und so. Also es ist so, selbst wenn man jemandem sagen würde, komm, du kriegst es geschenkt, stellt sich für mich die Frage, ob man, wenn man es bezahlen muss, ganz offiziell legal bezahlen muss, ob das überhaupt in einem vernünftigen Verhältnis steht, die Kosten des Abtransports zu dem, was dabei rumkommt. Wenn man natürlich Beziehungen hat oder Zugriff auf einen LKW, einen Tieflader, einen Kran, ein Abschleppfahrzeug, da sieht es natürlich anders aus. Ich bin ja ehrlich, wenn der German Truck Driver mich jetzt angeschrieben, angesprochen, kontaktiert hätte und hätte mich gefragt, ob er das Video nehmen kann, hätte ich ihm, glaube ich, gesagt, lieber nicht. Weil ich habe es gemacht. Nein, und mir ist es auch egal, dass andere schon da waren. Ich hab's gemacht und und es ist auch angekommen. In einer Art und Weise, womit ich jetzt nicht gerechnet hätte, aber es freut mich. Denn es hat, es ist so ein bisschen wie mein Auflieger brennt, ja, wie bei diesem Video. Das ging damals auch extrem ab und hat einiges an Abonnenten gebracht. Nur, und ich sag mal so, die Aufrufzahlen sind auch steil nach oben gegangen. Noch bewegen sie sich auch in einem viel höheren Bereich, als es bei mir so üblich ist. Aber da mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Das wird auch schon wieder in den Keller gehen. Nein. Also auf das normale Level, was so bei mir ist, wieder zurückgehen. Also, weil gestern fragte mich nämlich Enkel Theo, wie viele Aufrufe ich so habe. Und da habe ich gesagt, naja, privat so 300 bis 500 und Zoll. Zoll. Gibt, glaube ich, nur Schützenhilfe oder was. Ich muss mal die Scheibe putzen hier. So. Ja, und bei den LKW-Videos, sagen wir mal, habe ich ihm gesagt, so zwischen 700 und 1000. Und es gibt natürlich das eine oder andere. Oder das eine oder andere, was dann so bei 12, 13, 1400 liegt. Es gibt immer wieder auch mal eben so Ausreißer nach oben. Ich kann
das gar nicht gut. Der Titel macht natürlich doch immer mal wieder was aus bei den Aufrufzahlen. Aber ich bin ja jemand, der natürlich schaue ich auch auf Aufrufzahlen, aber was mir fast, das habe ich auch schon einige Mal gesagt, die wichtigere Zahl ist, das ist die Wiedergabezeit. Also, dass ich da eine, ja, unter dem Aspekt, dass viele ja nicht mal so ein paarminütiges Video durchhalten, bin ich schon recht stolz darauf, wenn ich eine durchschnittliche Anschaudauer habe von 10, 15 Minuten, habe ich ja schon öfter gesagt, um die zu erreichen, gibt es bei mir auf dem Kanal Leute, die die Videos von Anfang bis Ende schauen. Oder einen Großteil. Also von dieser Wetterlage habe ich aber jetzt nichts am Wochenende lesen können. Eigentlich, Lixfeld. Lixfeld. Die Spedition von Wolle aus Dortmund, der ja leider nicht mehr auf dem Bock sitzt. Wie sagen die Leute immer, ja, ich weiß, dass sie ihn gesundheitlich ein bisschen erwischt hat, deswegen sage ich mal ausnahmsweise, ich mache grüße normalerweise keinen, aber da sage ich hier einfach mal, weil er auch schon lange dabei ist, Gruß geht raus, ne? Wie die Leute so sagen, Gruß geht raus. Ja. Mensch, ich staune über mich selber, heute Montag. Ich bin richtig fit. Überhaupt nicht müde, obwohl ich gestern, obwohl ich gestern, relativ spät ins Bett gegangen bin und natürlich wieder ein kleiner Fauxpas, also ich hatte von Donnerstag auf Freitag mir den Wecker auf 2.30 Uhr gestellt statt 1.40 Uhr. Und ja, und es ist natürlich verpennt, das umzustellen. Also was passiert heute Morgen? Ich werde irgendwie wach, schaue auf meine Uhr, sehe 1.50 Uhr, also 10 vor 1 und denke, holla, jetzt aber mal hoch. Ne? Ja, aber bei mir ist ja zum Glück so, dass da ja immer ein bisschen Luft drin ist und so. Ich liege ganz normal in der Zeit. Kein Mensch hat irgendwie was registriert. Ich hatte ja auch schon vor dem Wochenende getankt. Ich wusste, ich kann schnell durchstarten. Ganz schön Niederschlag. Ja, es macht ja den Anschein, als wenn sie dann die Maschine verladen würden, als wenn die Fahrbahn fertig ist. Sie sieht auch ziemlich fertig aus, also was noch fehlt, ist natürlich Fahrbahnmarkierung und hier die Betondinger und. Also, das ist natürlich klar. Das muss alles noch kommen. Ich hatte gestern so zu meiner Frau gesagt, morgen am Montag bin ich ja normal immer müde, aber morgen werde ich nicht müde sein. Ich werde mich so richtig schön aufregen
über hier die Sache mit dem Video, ne, was ne, dessen man sich einfach bemächtigt hat. Ich benutze keine Worte, die man mir da hinterher böse auslegen könnte. Ne? Wenn ich das so sage, dann stimmt das. Ne? Derjenige hat es einfach genommen. Boah, Land unter. Aber da hinten wird schon wieder heller. Hoppla. Aber wie ich gesehen habe, sind auch die Videos vom Freitag, diese drei Videos, gut angekommen. Ich meine, der Freitag, der hat jetzt einfach dadurch, dass ich mal hier, mal dahin geschickt werde, so ein bisschen mehr Abwechslung drin. Und wir fahren eben mehr mal Stadt oder Land. Und ich kann eben halt noch mal ein paar andere Aufnahmen machen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe, meine Frau und ich haben gestern ein ganzes Stück vom Video des Möbelkutschers uns mal wieder angeschaut. Seit langem mal wieder. Also die letzten Male habe ich mir seine Videos nicht mehr angesehen, weil. Nö. Aber jetzt irgendwie. Und mir geht es um Folgendes. Mir geht es gar nicht um den Möbelkutscher oder um sein Video. Aber er ist nach Polen gefahren, zum ersten Mal mit dem LKW. Und ich fahre ja jetzt so 9 Jahre LKW und also es ist so 10, 15 Jahre her. Ja, vielleicht 15 Jahre oder was in dem Bereich. Da bin ich ja auch durch den Maschinenbau mal in Polen gewesen. Und damals sind wir noch auf Autobahnen gefahren, also grauenhaft, ne, was so die Fahrbahnbeschaffenheit betrifft. Aber jetzt, der Möbelkutscher ist ja jetzt aktuell in Polen gewesen. Wahnsinn, er sagt es selber, Wahnsinn, wie da die Infrastruktur aussieht, wie da die Autobahnen, die Straßen aussehen. Tipptopp, wirklich, astreine Fahrbahn. Ob das natürlich in allen Teilen Polens so ist, weiß man nicht. Er bewegt sich ja im Süden von Polen, muss dann auch noch irgendwie in den Tschechei. Also was er da bis jetzt fährt, Autobahnen oder auch Landstraßen, sieht einwandfrei aus. Und ja gut, dass er auf den Parkplätzen nicht ganz so viel los ist, liegt vielleicht daran, dass er... Ja, keine Ahnung, entweder das ausreichend Parkplätze für die vorhandenen LKWs da sind oder halt, weil er mehr oder weniger am Tage da zum Halten kommt. Also ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur eins, alles sieht richtig, richtig gut aus. Ja, und er macht eine Sache. Ich meine, es ist jetzt die Frage. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Er hat dieses Video gemacht von dieser Tour nach Polen, die alles andere als glatt gelaufen ist.
Und er hat dieses Video gemacht, obwohl er im Video klipp und klar sagt, ich fühle mich krank, ich bin krank. Er hat seine Gänsehaut gezeigt. Er hat gesagt, dass er friert, obwohl es draußen warm ist. Also sprich, er hatte Fieber. Es ging ihm richtig schlecht. Er hat trotzdem ein bisschen Video gemacht und und durchgezogen. Aber, ich meine, es hat sich schon ein bisschen bei mir die Frage gestellt, ist das noch kraftfahrertechnisch verantwortungsbewusst gewesen, ne? Wenn man jetzt, sagen wir mal, wirklich so extrem friert, obwohl es warm ist, also sprich, man hat Fieber, man hat Schüttelfröste, das alles geht ja auch auf den Kreislauf. Man könnte kreislaufmäßig eventuell abkaspern oder aufgrund der Krankheitssymptome unkonzentriert sein. Ich verstehe das mit dem Durchziehen, weil es ist jetzt so, würde ich in Gaggenau von einer derartigen Klamotte, weil ich sage jetzt Gaggenau, weil das ist eigentlich der Punkt, der für mich am weitesten von meinem Zuhause entfernt ist, wenn ich LKW fahre. Also sagen wir mal, gut, ich habe auch schon mal was gehabt, das lag bei 320 Kilometer, aber in der Regel, Gaggenau hat 290 oder 292 und die anderen Touren, die so gefahren werden bei uns, liegen eigentlich unter 300 Kilometer. Und und es ist natürlich so, wenn mich jetzt es in Gaggenau erwischt, dann erstmal habe ich, ich habe Tabletten dabei, die ich im äußersten Notfall eben auch schlucken würde. Und dann geht es ja auch nur darum, 3:40 oder max 4 Stunden halt zu schaffen, um nach Hause zu kommen. Ich würde schon von Gaggenau aus anrufen, würde sagen, Leute, mir geht's beschissen, ich bin raus, würde die Tour noch durchziehen, aber dann, sobald ich in Niederaula auf dem Hof wäre, wäre für mich alles durch. Ja. Und bei ihm ist ja noch dazu gekommen, dass er seinen Auflieger 14 Stunden später als veranschlagt bekommen hat. Ja. Also, das ist schon... Ja, sag mal, würdest du jetzt mal fahren da oder was? Mann! Da ist mir ein Vogel hier. Er hat, wie gesagt, 14 Stunden später als veranschlagt erst seinen gepackten Auflieger bekommen. Also mit so einem Minus dann zu starten, das ist schon hardcore. Vor allen Dingen bleibt es ja an ihm, dem Fahrer, hängen. Der kommt ja dann gar nicht mehr freitags rein. Er schafft ja dann vielleicht erst samstags reinzukommen. Und das, wenn man dann so krank ist, ja, ich weiß es nicht. Also, es ist schon heftig. Und ob es, wie gesagt, noch wirklich verantwortungsbewusst ist, ist so die Frage. Ja, dann habe ich gesehen, der Elektrotrucker macht ja jeden Sonntag ein Video. Habe ich auch den Titel gesehen irgendwie. Und zwar, ich fahre einen Diesel-LKW. Es ist schlimmer, als ich dachte. Und da wurde ihm direkt mal von einem seiner Kommentatoren vorgeworfen, dass er Clickbait macht. Ich weiß es jetzt nicht. Ich finde jetzt diese Aussage auch ein bisschen heftig.
Ja, du musst neu rechnen. Mr. Garmin kommt hier überhaupt nicht klar. Der wollte, dass ich runterfahre auf die 6, was ich nicht getan habe. Aber ich habe mich natürlich auch nicht bei meiner Frau erkundigt, ob hier irgendwas vorliegt. Also das... Wenn, wird es mir der Garmin sagen, aber der braucht für die Rechnerei. Gut. Ja, diese Woche ist nichts mit Telefonieren. Mein Kollege, der hat Mittagsschicht. Meiner wird vielleicht nachher um 12 mal durchkommen, weil als er mich dann am Samstag darauf hingewiesen hat, auf die Geschichte mit dem Video, habe ich gesagt, ich hätte auch noch was Interessantes zu erzählen eben, aber ich wollte ihn jetzt nicht voll quatschen, wenn er da mit anderen Leuten da Camping macht, und deswegen haben wir es auf heute Mittag verschoben. So. Ja, wir nähern uns dem Parkplatz Hartwald. Und viele werden wissen, dass das das Ende des ersten Videos in dieser Woche bedeutet. Ja, passt aber auch, genau. Kann ich nämlich noch, ich muss noch mal wieder was trinken, mein Bütterchen essen und so. Ja, mal schauen. Morgen am Dienstag läuft ja in der Regel nichts. Nein, wir haben ja Montag, Mittwoch, Donnerstag und dann den Freitag separat. Aber ich schau mal. Je nachdem. Im Moment habe ich immer relativ viel Bock gehabt, und wie gesagt, freitags ergibt sich das ja halt durch andere Aufgabenstellungen, dass wir da mal ein bisschen andere Videos machen können. Dem haben wir natürlich noch genug, ist ja jetzt am Sonntag auch gewählt worden. Da bleibt es auch spannend, wie es da weitergehen wird.
So, ich würde sagen, für heute am Montag, dem 2. September, reicht das erstmal und sage, bleibt mir alle gesund und macht schön gut.